hier dieses Spiel mit der Kuh. Hallo ihr Lieben. Ja, ich bin im Garten. Es ist mega geiles Wetter. Ja, leider zu windig, wie ich gerade merke. Ich muss mich mal hier ein bisschen hin verpieseln. Sonst wird die Aufnahme nix. Naja, jetzt wäre ich zu doll geblendet. Habe ich nicht noch eine Sonnenbrille hier? Ja, irgendwo schwirrt hier noch eine rum. Also, es ist ein bisschen her, dass ich das letzte Mal ein Video online gestellt habe. Und es kommt tatsächlich jetzt ein Gartenrundgang. Es ist auch nicht... Doch, es ist viel passiert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ob wild, ob kreativ. Ein bisschen was gibt es zu zeigen und zu erzählen. Das mache ich jetzt heute. Und ja, ich fange direkt mal an. Das Wetter ist so herrlich. Ihr seht ja auch, wo die Sonne steht. Normal ist sie ja eher so irgendwo da. Vielleicht bis da. Und ich bin heute früh am Donnerstagmorgen dann mal in meinen Garten. Ich soll auch bald weiter nach Tönning. Freue mich auch mal wieder ein bisschen was tun zu können. In meinem Garten ist nicht ganz so viel passiert, was richtige Arbeit angeht, will ich mal sagen. Aber zum Zeigen gibt es genug. Habe im September ungefähr 3 Wochen mit Kranksein verbracht. Diesen Monat war ich auch schon wieder einige Tage krank und da ist leider nicht so viel passiert. Beziehungsweise ich will gar nicht bedauern. Ich denke, das war so eine Art Zwangspause. Ja, und hier hat der Urwald übernommen, könnte man sagen. Anfangs hat mir das einer mit Kraut und Rüben kommentiert. So kann man sagen, sieht das gerade aus. Aber ihr kennt meinen Garten ja, irgendwie passt es ja. Okay, was gibt's zu zeigen? Also die Maispflanzen habe ich rausgeholt. Ach genau, Steffi fragte heute danach, wie es dem Mais geht. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Also ein bisschen was zu sehen ist ja schon, aber ich glaube, da kommt nichts mehr. Aber wer weiß, vielleicht war ich noch überrascht. Das Ding ist auch echt mickrig. Aber ich lasse das mal so und bleibe begeistert. Ja, wie ihr sehen könnt, hier wartet jede Menge zu tun auf mich. Und was ich sagen kann, wir haben Mitte Oktober fast. Und Tomaten werden das sehen. Beide, ja? Das wäre jetzt so eine Sache zum Ernten. Und ja, gibt genug zu tun. Ich habe irgendwie im September auch nicht so viel Glück gehabt. Ich hatte einen Rasentrimmer hier, also hier so eine Motorsense, auf mich da immer versuche, Strom und so weiter, beziehungsweise Benzin in diesem Sinne zu vermeiden. Oh, ein Stechapfel. Wo war ich gerade? Ach, Motorsense. Das kann ich ja nebenbei erzählen. Und zwar die Motorsense, ja, die ist mir kaputt gegangen nach einem Stück und deswegen, ja, hat sich das dann alles zwangsläufig verschoben. Ich hoffe, dass ich aber dann bald mal dazu komme, dass ich wirklich den ganzen Quäkenkram runter habe, Unkraut mehr raus habe. Das steht so ein bisschen an die nächste Zeit. Oh, jetzt sehe ich gerade was. Obwohl, nee, gar nicht. Ist alles geplant. Da wurde ein Baum gefällt. Was wollte ich? Achso, Handschuhe holen, genau. Okay, schau ich mal. Übrigens, ich weiß, der Wind und so, die meisten, die mich verfolgen, kennen das ja schon. Immer ziemlich windig. Handschuhe liegen nicht da, wo sie liegen sollen. Ja, ich hatte ja den Sven zu Besuch, der hat auch ein bisschen weggeräumt, aufgerollt. Ne, riecht nicht nach Wok. Ja, die werde ich mir jetzt anziehen. Oder sowieso, werde ich die wohl brauchen noch. Und ihr könnt übrigens gespannt sein, dass noch was ganz anderes Tolles passiert. Also für mich toll, weil es so ein bisschen Nestbau. Werde euch das aber dann noch zeigen. Vielleicht seht ihr das mal im Hintergrund. Okay, was hat mich gestört? Der Stechapfel, ne? Ich stelle euch mal ab. Das böse Ding hier. Bitte rausrupfen, irgendwo entsorgen, wo es sich nicht weiter vermehren kann. Stinken auch immer sofort und ist eindeutig giftig. Weiter geht's. Gut, was ist sonst noch passiert? Ich habe natürlich ohne Ende Bohnen geerntet. Mit der Bohnenzeit ist es vorbei, aber ich glaube, davon habe ich schon im letzten Video ein bisschen was erzählt. Krass, wie schnell die Quäke jetzt durchkam, nachdem ich ein paar Pflänzchen rausgerissen habe. Echt krass. Das sind so Sachen, die ich natürlich gerne vorbereiten möchte fürs nächste Jahr. Dann, das kennt ihr auch,
Ich habe ja hier Salat gehabt und in diesem Sinne habe ich quasi weitergemacht. Spannend zu sehen, wie das wächst. Ich habe da gepflanzt. Hui, der Wind ist doll. Ich drehe mich mal ein bisschen davor, dass man mich hören kann. Also ich habe da gepflanzt. Ich habe vorhin mal probiert. Feldsalat und Radieschen und dann halt immer so abwechselnd da und da sind eigentlich noch Radieschen, ich weiß nicht, wie lange die brauchen, um aus der Erde zu kommen, wird sie zeigen, ließe sich auch googeln. Ansonsten, Mann, der Wind, der will mir nicht in die Karten spielen. Ich versuche das so windfrei zu halten, wie es geht für euch. Ja, hier vorne, ihr könnt sehen, ich habe die erste Rankhilfe raus. Ich werde den Bereich dann auch demnächst vorbereiten, wahrscheinlich sogar morgen schon. Anna und ich wollten in den Garten. Wenn das soweit klappt, gehen wir auch dabei. Ansonsten habe ich ja immer mal erzählt. Ach so, ne, total zeigenswert. Ihr könnt das schon sehen. Die Erbsen wachsen immer noch. Mitte Oktober, ja, also die werden sogar dick und fett. Da sind auch noch welche da. Da hängen bestimmt auch noch welche rum, wenn ich suche. Ja. Oh, jetzt war ich ein bisschen unvorsichtig. Ich hoffe, ich bin da nicht auf Salat oder Spinat getreten. Ja, hier könnt ihr noch Spinat sehen. Da ist Spinat. Da ist Spinat. Da bietet sich das an, dass davon auch noch mal Essen gemacht wird. Oh, hier sind auch noch welche. Na, die brauchen noch ein bisschen. Wir haben ja noch einen schönen Oktober, da geht noch was. Ja, übrigens die Erbsen hier, die habe ich jetzt alle... Ja, man kann nichts mehr erkennen, obwohl hier... Da ist nichts Dickes mehr dran. Ja, ist egal. Oh, da lässt was los. Gut, und hier das mit der Pappe. Ich habe mir das ja rausgesucht und wollte euch da bereichern mit der Pappe, wie ich das gemacht habe. Hat das nicht gereicht? Wie ihr sehen könnt, Natur findet seinen Weg. Ich denke, ich sollte das mit Brettern oder irgendwie so noch beschweren, beziehungsweise euch würde ich empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, größere Pappestücke. Ja, ich hatte ansonsten selber noch eine mega geile Idee und das werde ich dieses Jahr auch noch verfolgen. Ich hoffe, es klappt. Und zwar, ich kann euch schon ein bisschen was erzählen. Ihr kennt doch Schrankrückwände. Diese Schrankrückwände, diese, ja, die sind auch so ein bisschen pappig-mäßig, pappig-holzmäßig. Und die würden sich super eignen. Erstmal kann man die in Form schneiden, dann könnte ich hier eine Form passend zu dem Beet machen. Und da kommt dann auch das Grünzeug nicht durch. Ja, und das sollte dann die Lösung meines Problems sein in diesem Falle. Ich habe irgendwie ganz mühselig Pappe hin und her geschleppt, aber es reißt alles auf und so. Klar, Pappe wird nass, gar keine Frage, aber diese Pappe war einfach ungeeignet, da ist andere Pappe bestimmt besser. Nichtsdestotrotz finde ich die Schrankwandgeschichte viel besser. Dann, hier bei der roten Beete habe ich ein bisschen Platz gemacht. Erinnert ihr euch, da habe ich ja einen riesen Apparat rausgeholt. Da gibt es ja so ein bisschen, ja, ich sag mal, mein Resümee zum Anbau von roter Beete inklusive einer Folge für einen ja, Entsaftungstrink, der mega gesund ist für alle, die einen Entsafter haben. Ansonsten das natürlich auch... Zusammenstellungen, die sich lohnen für, ja, also generell für den Geschmackstest, so Smoothie-mäßig hat ja nicht jeder so einen Safter. Ich selber habe ja auch keinen. Es war ja das Glück, dass meine Freundin da was mit hatte. Und ja, da was mit hatte. Naja, also wir haben das schon organisiert und hergeholt. Sie wohnt ja nicht hier und da mussten wir mit dem Auto hin und das einpacken. Ah nee, das hat sie ja gemacht. Oder haben wir es zusammen gemacht? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ne, wir waren zusammen los. Ja. Rote Beete wächst noch. Also davon werde ich gut haben. Dann gerade schon gezeigt, da Zucchini. Das wächst. Den, mal gucken, ob der was wird. Der sieht nicht so gut aus. Ja, aber ich bin zufrieden. Wir sehen können. Keyhole, nichts passiert. Dann Lemon Queen, mega gut. Ich habe mir übrigens irgendjemand was in den Garten geschmissen, ohne mich zu fragen. Also die Kiste da, voll im grünen Bereich, gar keine Frage, das ist meine eigene. Die habe ich nur gerettet, weil ich wollte nicht, dass da vorne was geklaut wird beim Foodsharing. Ja, aber ich wollte ja zum Lemon Queen und Lemon Queen sieht noch so toll aus. Das Ding wird dann noch viel, viel größer. Ich habe ja auch auf der anderen Seite einen Lemon Queen gehabt. Das habe ich ja weggemäht aus Versehen. Habe ich ja schon berichtet. Jetzt komme ich hier nochmal an den Sonnenblumen vorbei. Voll schön. Ich mag das total gerne. Jetzt muss ich mich aber hier schon ein bisschen durchwursteln. Ist nicht so leicht.
Ach, ich liebe Sonnenblumen. Also ich habe auch gerade die letzte Zeit mehrfach Sonnenblumen abgeschnitten für zu Hause. Entschuldigung. Oh, da versteckt sich noch ein Marienkäfer. Tür. Na, Kumpel. Da oben versteckt sich auch einer. Süß. Selbst jetzt gibt es noch fleißige Bienchen. Ich freue mich für sie, dass sie noch was finden. Generell halte ich das auch so. Also ich habe auch ein paar abgeschnitten, um Samen, Saatgut zu gewinnen bei den Sonnenblumen. Da habe ich auch schon einiges mir sichern können. Und wow, die geht ja nochmal schön auf. Habe ich gar nicht gesehen beim Reinkommen. Wow, guckt euch die an. Ist die nicht schön? Wusa. Wow, die ist richtig schön. Ja, bei den Sonnenblumen gehe ich richtig auf, kennt ihr mich, ja? Gut, und ansonsten, wow, da kommt noch eine süße kleine, was ist das denn für, die hängen hier schon echt auf halb acht, ich muss aufpassen, wo ich hintrete. Die ist doch wohl irgendwie, die ist doch wohl auch nochmal so voll interessant hier. Ich glaube, die kriege ich nicht scharf. Nee. Wird nichts. Daneben steht die fette Henne. Ich habe schon den Tipp gekriegt. Bloß irgendwo ins Freiland quasi, also aus dem Topf raus. Vielmehr Freiland passt da vielleicht gerade nicht so. Aber irgendwo einbuddeln, damit das Ding größer werden kann. Das werde ich auf jeden Fall verfolgen. Finde ich super, super gut. Und ja, vielleicht wird das ja morgen auch noch geschafft. Aber eins am anderen, ich muss auch erstmal einen Platz finden. Ja, von den Sonnenblumen, hier nochmal das Foodsharing-Ding. Ich muss mal berichten, da wurde ja mal nachgefragt. Es wird nach wie vor super angenommen, genutzt. Ich habe das Ding hier halb voll mit Äpfeln gehabt, hatte rote Beete stehen. Die Kiste, die da hinten durch zu sehen ist, die ich schon angesprochen habe, stand auch hier. Dann hatte ich Bohnen und die Gläser hier, die standen für Rucola. Werde ich einfach mal wieder füllen. Okay, wo ist Rucola? Bei einem Teil, den ich euch sowieso zeigen wollte. Ich mache auch nicht viel Tamtam, ich zeige euch das einfach mal. Es gibt einen neuen Weg. Einen neuen Weg in meinem Garten. Und das stelle ich schon mal ab hier. Na, wem fällt was auf? Kann da schon was so, ne? Da gibt es was Neues. Ups. Ihr wisst, wo ich stehe. Und ich gehe hier einmal lang. Samt Schatten werde ich euch das mal filmen. Ja, und ich habe hier so einen kleinen Weg reingebaut. Und wir sehen könnt auch schon Weide gesteckt. Also das soll hier alles so ein bisschen zuwuchern. Weide wächst übrigens überall richtig gut, wie ihr sehen könnt. Richtig schön. Hier ist übrigens der besagte Rucola. Da werde ich mir gleich was abzopfen für Foodsharing. Boah, und hier geht das jetzt hoch, ne? Also hier habe ich erstmal die Töpfe hin verfrachtet. Hier habe ich was hingestellt, um Holz für den Feuerkorb und so zu sammeln. Bietet sich auf jeden Fall an. Hier steht übrigens noch ein Thymian. Ich habe auch fleißig Thymian und Minze übrigens geerntet für Tee. Habe das mal getrocknet. Ich wollte ja wissen, wie das alles geht. Haben wir ausprobiert. Zum Schluss noch ein bisschen nachgelesen und gemerkt, alles richtig. So sieht der Apfelbaum jetzt aus. So viel hängt da nicht mehr dran. Es gibt auch super viel runtergefallene Äpfel. Da werde ich noch sammeln und gucken. Ich bekomme auch gleich noch Besuch vom Aufruf Foodsharing. Die letzte Folge war das ja. Und total begeistert. Die Äpfel bringen mich richtig gut durch die jetzige Zeit. Zurück zu dem Thema, denn ich habe die hintere Bank ein bisschen nach da verschoben, weil die war ja viel weiter hinten. Da gab es auch noch so ein bisschen Sichtschutz, den ich weggenommen habe, aber es wird alles die Weide regeln. Ja, und den Platz habe ich ein bisschen angepasst, ist aber noch nicht fertig. Ich möchte schon die Bänke noch ein bisschen weiter hierher holen, damit man nicht so aufeinander hockt, sag ich mal, und mehr Platz für mehr Leute da ist. Topinambur, Bombenzeug, hier habe ich schon mal geerntet, hat gleich nochmal so ein Ding geworfen. Also hier unten drin, ich kann euch das mal zeigen, ganz vorsichtig, kann man sehen, wie Topinambur aussieht. Da, Topinambur. Sieht letztendlich ein bisschen aus wie Ingwer. Will ich jetzt auch nicht so lange draußen lassen. Die sollte man auch, wenn man sie erntet, super schnell verzehren. Ich habe davon auch schon Salat gemacht mit
Rucola, der war super lecker, echt. Eigentlich stinkt, ich weiß. Aber ich fand den super lecker und ich hatte keine Verdauungsprobleme. Da bin ich nicht so ganz so einfach. Okay, denn der Topinambur, der hat sich jetzt auch aufgemacht, sich hingelegt. Guck mal, könnt ihr das sehen? Da. Noch ganz viel ran, werde ich mit Erde bedecken und schützen. Die Geschichte hier auch noch. Okay, und dann werde ich da wieder ernten, wenn ich möchte. Wahrscheinlich morgen. Okay, ich ernte jetzt erstmal Rucola fürs Foodsharing. Das ist jetzt dran. Ist das nicht toll? Ich liebe diesen Geruch. Das ist echt... echt eine tolle Sache. Und warum wächst er hier? Warum kann ich das teilen? Weil ich eine Folge mit Saatgutgewinnung gemacht habe mit Rucola und ziemlich schlampig war, was die Samen hier anging. Ich habe nicht alles gleich weggeräumt oder darauf geachtet, dass hier ja nichts aussieht. Das ist das Ergebnis der Selbstaussehung, könnte man sagen. Sollte so, oder? Ich denke mal, das Glas wird reichen. Abkürzung. Das ist noch ein alter Weg. Soll ja nun kein Blumenstrauß werden, aber erfüllt seinen Zweck. Damit der Rucola natürlich noch ein bisschen hält, bis den irgendjemand findet. Und kriegt auch gleich sein Plätzchen hier. Ich finde, es sieht jetzt so allein und trostlos aus. Ich habe zwar kaum noch Äpfel im Apfelbaum, aber ich glaube, ich packe noch mal ein paar dazu. Nimm mir die. Gut, ein paar. Ja, übrigens, die sind super delicious, meine Äpfel. Super, super like. Super, 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 super lecker. Naja, jetzt will ich ein bisschen mehr. Können andere noch mal wieder was zupacken. Ergibt sich bestimmt was. Gut, das war Foodsharing. Beim Apfelbaum hat übrigens auch noch ein Borretschen gefunden. Wunderbar. Die Zucchinis habe ich rausgerissen. Übrigens eins aus Versehen. Da wuchs eigentlich noch was. Wow, das wuchs trotzdem noch. Krass, ich dachte, es ist eingegangen. Was ist denn da? Und dann stecke ich das so ein bisschen im Boden, wenn das so geht. So. Haarige Zucchinis. Jetzt kommen wir noch zu... meine Tomaten. Ich habe noch ganz viele geerntet und die zu Hause auf die Fensterbank gepackt, um die da reifen zu lassen. Das hat größtenteils funktioniert. Ein paar haben jetzt nicht funktioniert. Ich glaube, meine Tomaten mussten schon ein bisschen in diesen Rotschuss reingehen, damit die noch reifen können. Also ich kann euch mal zeigen, was ich meine. Da sieht man eindeutig, das ist grün. Und da kann man den Unterschied sehen, da wird schon eine rötlich. Also solche, die reifen auf jeden Fall nach. Bei den helleren bin ich mir unsicher, das wird dann nochmal die Zeit zeigen. Wir haben ja noch ein paar schöne Sonnentage. Jo. Da ist noch eine, die würde auf jeden Fall nachreifen. Na, hier sind ein paar Kellerasseln. Oh nein, jetzt habe ich das abgeworfen. Egal, lasse ich die mal liegen. Jo, hier hängen noch Tomate, aber naja, die sind eigentlich durch für dieses Jahr. Da bin ich auch nicht so scharf mehr drauf. Denn die Kellerasseln lieben das mittlerweile auch. Da oben sind noch ein paar. Also wie ihr sehen könnt, Mutter Natur gibt richtig Gas noch im Oktober. Ich genieße das schöne Wetter. Ich soll jetzt gleich zum Arbeiten nach Tönning. Vorher kriege ich noch Besuch im Garten fürs Äpfelteilen. Oh Mann, der Wind. Ja, ist so. Ihr kennt mich. Nordsee. Da bringt auch ein Popschutz, wie mir so schön empfohlen wurde, bringt so gar nichts. So, ihr Lieben, das soll es auch gewesen sein. Eine weitere Folge Gartenrundgang. Ich habe einiges zu tun, würde ich sagen, aber ich habe auch viel im Kopf, möchte auch einiges machen. Die letzten Wochen hat es ein bisschen nicht so viele Fortschritte gegeben, könnte man sagen, aber es macht nichts. Pausen sind ja auch mal wichtig und für mich fühlte sich das ja auch wie eine Zwangspause ein, in vielerlei Hinsicht, irgendwie auch vom Timing her, zusammen mit dem, was ich generell verändern möchte,
Ich habe ja ein Video hochgeladen, das heißt offene Worte, da erzähle ich einiges dazu, was ich meine. Ich werde euch das mal oben rechts verlinken, wer das noch nicht gesehen hat. Wann auch immer, auch in den nächsten Jahren, ihr dürft euch immer gerne äußern. Unter dem Video ist auf jeden Fall sehr viel Platz, um euch auszuleben. So, jetzt soll auch gut sein. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, euer Lars. Ich bin dann mal raus.